Hallo. Ich habe euch einen Text mitgebracht, da geht es um mich und um ein Problem, was ich habe. Und ich wollte nur sagen, dass ich kein Müllschlucker bin. Doch du wirfst deine Probleme vor mich hin, drückst meinen Kopf in deine Mistpampe und sagst, und jetzt schluck, du Schlampe. Natürlich nicht. Du vertraust mir ganz vorsichtig was an und fragst dann, ob man mir vertrauen kann. Du rufst mich nachts an, wenn du mit der Rasierklinge draußen stehst oder gerade zu deiner Ex-Freundin gehst. Du kommst zu mir mit Tränen im Gesicht, denn die anderen, die verstehen dich nicht. Wenn die Oma stirbt, dann schreibst du mir, wenn du besoffen bist von nur einem Bier, du erzählst mir, dass du deinen Vater hast oder nicht mehr in deine Hosen passt. Mir sagst du, dass du nachts nicht schlafen kannst und dass du Deals und Haschisch pflanzt und dass du mit 14 schwanger warst und jetzt jede Nacht diese Träume hast. Du kommst zu mir, um mir zu erzählen, wie das ist, wenn die eigenen Freunde dich quälen, wenn die Mutter zu Hause betrunken ist und die Schwester vor Frust überhaupt nichts mehr isst. Du kommst vorbei, wenn du nicht weiter weißt, weil dein Freund zu oft der Geduldsfaden reißt und du nur noch davongerannt bist, weil man dich immer am großen Bruder misst oder du nicht weißt, ob du ganz hetero bist. Du kommst auf einen Kaffee bei mir vorbei, denn die Beziehung deiner Eltern geht in zwei. Du redest mit mir über deine Depressionen, du sagst, du kannst zu Hause nicht mehr wohnen, kurz, du teilst mit mir, was dich belastet. Deinen größten Schmerz, das Allerkrasste, was dir am meisten wehtut, erzählst du auch mir. Und ich schenke mich dir. Ich frag, wie es dir geht. Ich opfere Zeit. Ich sag zu dir, red, und es tut mir so leid. Ich bin für dich da und ich helfe dir auch. Ich höre dir gern zu, weil ich weiß, dass du es brauchst. Ich trage deine Last mit meiner dazu. Ich biete dir an, hey, ich höre dir zu. Und wenn du geredet hast, stößt du mich weg. Wenn es dir gerade passt, dann bin ich für dich Dreck. Du nutzt mich aus und fixst meinen Kopf, sagst, wenn es dir wieder gut geht, verpiss dich, du Opfer. Natürlich nicht. Du brauchst dann einfach viel Zeit für dich und über dein Problem reden. Willst du nicht. Und auch nicht dran erinnert werden. Und deswegen bin der letzte Mensch auf Erden, den du jetzt gerade sehen willst, einfach ich. Und natürlich verstehe ich dich. Du ignorierst mich und rufst mich Tage nicht an. Du gehst nicht an dein Handy ran. Du bist mit deinen Freunden froh und mir sagst du noch nicht mal Hallo. Du sagst mir, dass du dich langsam befreist und endlich mehr über dich selber weißt. Du sagst nicht Danke, nur leb wohl. Denn mit mir als Müllschlucker war's das dann wohl. Ich gehöre an deine Vergangenheit, denn ich erinnere dich zu sehr an die Zeit. Du kündigst mir deine Freundschaft aus Gründen, die allesamt in dem einen Grund münden, nämlich, dass ich zu viel weiß über dich. Und wichtiger als du selbst bin ich dir nicht. Und ich schlucke und gehe, weil ich letzten Endes einsehe, dass das meine Aufgabe war. Und du hältst mir das Messer an die Brust und machst mir mehr als deutlich bewusst, dass das zwischen uns ein Geheimnis bleibt, dass mir das Messer ins Fleisch reintreibt, wenn ich auch nur ein Wort drüber verliere. Mit Tod und Schmerzen drohst du mir. Natürlich nicht. Aber wenn ich einfach nicht mehr kann, wenn ich voll bin irgendwann, weil es scheint, als hätte die ganze Welt ihre Probleme bei mir abgestellt, als müsste ich für jeden Menschen Verantwortung tragen, dann muss ich es einfach jemandem sagen. Ich passe schon auf dein Problem. Ich überlege mir sehr gut und genau, wem ich Teile davon erzähle. Aber dass ich mich damit allein weiterquäle, das kannst du mir bitte nicht abverlangen. Und doch sagst du, ich hätte dich hintergangen. Du kannst mir so verdammt enttäuscht in die Augen schauen und sagen, du kannst mir nicht mehr vertrauen. Naja, du hast halt gedacht, dass Müllschlucker schlucken und dabei nicht mit der Wimper zucken. Du hast halt gedacht, ich halte das schon aus und wenn ich es nicht schaffe, naja, dann ist es halt aus. Und was macht es dafür einen Unterschied, dass man dein Messer von außen nicht sieht, wo du mir doch den Todesstoß gibst und mir zeigst, dass du an mir nur dich selber liebst? Was tut es für mich da schon groß zur Sache, dass ich mich nur selbst zur Schlampe mache, denn Schlucken ist Schlucken. Und so fühlt sich's auch an. Wo liegt der verdammte Unterschied dann? Nur weil du nicht Schlampe, sondern Freundin sagst? Nur weil du mich nicht zwingst, sondern vorher fragst? Nur weil du nicht wörtlich verpiss dich schreist, sondern mir das halt irgendwie anders zeigst? Ich wollte nur sagen, dass ich kein Müllschlucker bin. Und jetzt wirf dein Problem ruhig vor mich hin. Ich kann dir versprechen, ich schlucke es brav, wenn ich nur auch mal was teilen darf.
Vielen Dank.